Was geht ab, meine lieben Freunde? Six All in the Mix. Ihr merkt gerade, wir sind hier in der Hood. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin gerade hier in der Soldiner Straße. Ja. Und ja, die Typ mit der Matratze läuft bei denen auf jeden Fall. Und ich dachte mir, ja komm, wird mal wieder für Zeit für Wedding. Ich war auch schon eine Weile nicht mehr hier. Ja, folgt mir. Über die Prinzenallee und besser gesagt Soldiner Straße. Ich glaube, man sieht das nicht so gut jetzt, aber heute wunderschönes Wetter. Wunderschönes Wetter, der Sommer ist zurück, liebe Freunde. Ja, ich würde sagen, wir fahren da mal jetzt entlang und gucken uns Dinge an. Ja. So, natürlich mit dem E-Scooter, weil ich habe gar keine Lust hier rumzulaufen, wirklich. Und das Problem ist, wenn die Polizei uns hier erwischt, haben wir ein Riesenproblem. Und hier sehe ich gerade eine eine Busstation, die am Silvester komplett zerstört war. Ja, ist noch zum Teil ein bisschen Müll. Und die Gebäude sehen hier aus, Alter. Ja, also Soldiner Straße von der Wedding. Da sind ein paar G's mit Auto. Aber wir wollen hier niemanden auf den Sack gehen. Wir fahren hier einfach vorbei und machen unser Ding. Ja. Ich hoffe, euch geht's gut. Der Bus ist hinter mir. Ich muss halt aufpassen, wie ich hier filme. Der Bus wird wahrscheinlich gleich hupen. Das heißt, wir müssen uns irgendwo schnell an die Seite stellen. Und irgendwie vielleicht auf dem Gehweg fahren. Mal schauen. Herzlich willkommen, wie gesagt. Daumen nach oben, abonnieren, aktivieren, kommentieren. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, der Busfahrer. Müssen wir ganz schnell auf die Schnelle rüber. Ja. Moment. Das Ganze natürlich auch ein One-Take. Ja. Und auch die Busfahrer sind hier richtig aggressiv, Alter. Ne? Ja. Und ja, was geht ab, Jungs? Alles gut? Schulkinder, die auch mit am Start sind. Hier am Wasser entlang. An sich ein sehr, sehr ruhiger, familienfreundlicher Ort. Ja, hier ist wirklich nichts. So oft ich hier bin, es ist eigentlich immer sehr, sehr schön und entspannt hier. Ja. Ja, soll ich sagen. Fahren wir mal über den Gehweg, wenn wir schon hier sind. Ja. Wie geht's, wie steht's? Wie geht's eigentlich euch allen? Ich hoffe, bei euch alles gut. Was geht, Jungs? Alles okay? So wie in der Straße, sagst du. War's gut, Bruder? Ja, ein bisschen Sperrmüll sehen wir hier auch. An den Seiten. Ja. Ein bisschen Bauarbeiten, ein bisschen Sperrmüll, ein bisschen dies, ein bisschen das. Geht schon. Ein ruhiger, schöner Ort, aber trotzdem. Man wird erkannt. Öfter mal erkannt. Vor allem hier in Wedding. Aber wir bilden uns natürlich nichts drauf ein. Vielleicht können wir nochmal mit ein paar Passanten sprechen. Irgendwo in einen Hinterhof reingehen. Da mal gucken, was da so läuft. Ansonsten ist das hier die berühmt-berüchtigte Soldiner Straße. Ja. Hier noch ein bisschen Müll, da noch ein bisschen Müll. Da noch ein bisschen Textilien, da noch ein bisschen T-Shirt. Da noch ein bisschen Tüte mit Klamotten. Ja, ist schon eine Weddinger Hut. Ja. Naja. Auch sehr, sehr viele Roma, die hier leben. Ja, an sich ein ganz normaler Ort. Ja. An den Ecken. Wir fahren auf jeden Fall noch in die Richtung Koloniestraße, um zu sehen, was da so läuft. Jetzt erstmal ganz kurz hier auf die Straße. Eigentlich ein beliebter Ort an sich. Kinder, Erwachsene, Familien, was ihr wollt. Da hinten Café und Casino an der Ecke. Und dann da hinten noch. Hallo, wie geht's? Alles gut? Mir geht's gut, alles gut. Pass auf, Vorsicht, die Straße hier. Ja? Und ja. Der Autofahrer hat schon ein bisschen gehupt gerade. Ein bisschen scheiße für mich natürlich, wenn ich auf der Straße fahre. Oder nicht Straße. Nee, wir sind immer noch. Jungs, diese ist Soldiner? Soldiner Straße, ja? Soldiner? Ja. Ja. Ach, die Koloniestraße, geht ihr? So da? Du, guck. Ah, jetzt sehe ich das. Dankeschön, ja. Dankeschön. Spasiba, I'm from Russia. Okay. Thank you. Ja. Popolski? Popolski, разуме, ну, немного. Россия, Украина? Не, Таджикистан, Казахстан. Казахстан. Россия, ну, Азия, Россия. Азия, Россия. Да. Далеко, далеко. Такой миш-маш. Да? Да. Спасибо. Dzięki, dzięki. Wam się. Okay.
Die Polen waren sehr nett, die Suffköpfe, die hier rumhängen. Aber einige unter ihnen arbeiten ja auch. Ne? Also Soldina-Kolonie, wir sind hier. Das ist hier die Hood. Soldiner Straße, Koloniestraße. Geht jetzt hier in die Richtung rein. Wunderschöner Ort auch, wirklich. Ein wunderschöner Ort. Ein bisschen Graffiti an den Wänden, ein bisschen hier. Was ist das hier? Bettbezug. Was auf dem Balkon hält. Ein paar Leute in der Hood. Ein paar Leute, die Hallo sagen, die einen kennen. Ja, das letzte Mal war ich hier, war letztes Jahr oder so. Letztes Jahr war ich. Einmal mehr bin ich ja öfters mal hier. Und ist ja entspannt hier auch. Ne? Gefällt mir auch. So die Gegend an sich. Hier nochmal ein paar Graffitis. Stuhl draußen einfach so am Chillout. Oh, er hat schon ein bisschen was mitgemacht hier, das Ding hier vor allem. Das Café ist zu, glaube ich, oder zieht jetzt um. Hier auch nochmal ein paar Immobilien. Ah ne, das ist eine Wohnung. Ne? Das ist schon eine Wohnung. Alter Schwede, ist das eine Wohnung, Alter? Schaut euch bitte an, was hier abgeht. Ja, das ist schon krass. Ja. Hier ein Café gibt es noch an der Seite. Café ist auch sehr gechillt. Graffiti ist an der anderen Seite da, auf der Wand. Boah, ganz viel Sperrmüll hier. Aber das kennt man im Wedding auch nicht anders. Guck mal, im Wedding ist das Standard. Ein ganzer Schrank, ein riesengroßer Schrank oder zwei Schränke gleichzeitig. Das ist der Vibe, Bruder. Das ist Wedding. Soldiner Straße. Koloniestraße. Ja. Ganz viel Müll auch an den Seiten. Sieht man auch Blechpapier. Irgendwas ist auf dem Boden immer hier. Ja. Sperrmüll. Aber wisst ihr was? Die Leute sind zum Teil voll nett hier. In der Hood sind die Leute immer voll nett. Ich weiß nicht, was hier am Abend abgeht. Ja? Aber am Tage hier ist hier wunderschön. Auch viel Natur, grün, also ganz viele Bäume hier an den Seiten. Okay, wieder ein Bettgestell. Ja, eine Kante davon. Also, ne, wieder ein bisschen Sperrmüll so. Ah, da hinten ist noch mehr. Das war das Teil 1. Teil 2 ist hier vorne. Erstmal Schrank und jetzt auch ein ganzes Bettgestell sozusagen. Oder ein halbes Ding. Also die Kanten. Hier die Außentüren sozusagen, die Außendinger. Ja, auch. Berlin, Alter. Ja. An sich super entspannte Lage. Ja. Osan Food. Was auch immer da hinten abgeht. Hier ein bisschen Müll so. Ja, ein bisschen Verwahrlosung ist hier schon. Mülltüten und alles drum und dran. Aber es geht ja noch, es geht ja noch. Es ist eigentlich noch mal alles im Maßen noch. Ja, es geht auf jeden Fall noch dreckiger. Aber es geht ja eigentlich. Die Koloniestraße, oder geht eigentlich noch, ne? Das geht ja eigentlich noch. Das ist es. Das ist es. Sauber, ist eigentlich cool. Ja, tschüss. Ich glaube, die kommen aus Polen auch. Ja? Die sahen aus wie Deutsche. Ich wollte mit denen über den Ort so ein bisschen lästern, ob es hier sauber oder nicht sauber ist. Aber die waren Polen, ja. Also, die sahen aus wie Deutsche, waren aber keine Deutsche. Wie geht's, Bruder? Ja, bei mir, ja, schon natürlich. Ich mach Video ein bisschen rumlaufen. Die sagen alle immer, geh mal Kolonie, Kolonie, ja? Koloniestraße und Soldiner Straße. Du bist nie da. Ich sag, ich komm. Wa? Die sagen, es ist gefährlich. Ja. Aber es ist wunderschön hier, Bruder. Voll, ja, hier ist schön, wa? Nette Leute, alle grüßen. Du bist auch nett. Alle nett. Was ist, Moschee ist das? Warte mal ganz kurz, wenn das Kind vorbei ist. Ich zeig natürlich auch. So, in die Richtung. Genau. So, das soll ein Hotel werden. Okay, die wollen das jetzt wegmachen oder was? Ja, ja. Nee. Das haben die gebaut, jetzt neu. Ah, das haben die neu gebaut, okay, mhm. Okay. Also zum Beten und zum Übernachten. Wallah, ich glaube nicht zum, nur zum Übernachten. Ach, nur Übernachten. Und, Festsaale macht er. Okay. Ja, wallah. Aber es sieht aus, man denkt so, die wollen eine Moschee bauen. So. Denkt man, wa? Ja. Denkt man so. Ich dachte sofort, ich dachte, Moschee, krass. So eine Maschallah, riesige. Guck mal, wie schön, Bruder. Ist schön auf jeden Fall. Eigener Style. Alles aus Türkei, Bruder. Das haben vier Männer gebaut. Vier Männer? Vier Männer. Und wenn nicht, vier Männer. Gebaut schon nur seit Jahren, Bruder. Ah ja, okay, krass. Na, ja, mal sehen, ob das die Infrastruktur aushält, weil du weißt. Kennst du den von Fatih Servet? Nein. Diese Dönerläden immer im Center und so? Fatih Servet. Ah, ich glaube, habe ich schon mal gehört. Von Sarah ist das der Bruder. Ja, Sarah, ja, genau. Genau, das ist er baut hier. Achso, die machen das. Ja, Respekt, ja. Alter, Respekt. Mhm. Ja, wenn das hält und die haben Ahnung, dann ist doch gut. Bruder. Die Leute sind schlau, die wollen immer alles ausbauen und mehr machen. Alles aus Türkei, Bruder.
Ja, guck mal, wie günstig, mashallah auch. Ist billiger dort, ja? Na klar. Aber hält es auch? Alles, ne? Du hast doch gesehen, mit Erdbeeren. Hält es auch? Bruder, Türkei ist besser als Deutschland geworden. Echt, ja? Bruder, guck dir mal die Klamotten aus von Türkei an. Da hast du recht. Ja. Nee, da hast du recht. Da hast recht. Oder? Die besseren Fakes auch. Ja. Besser als China, alles. Natürlich. Ja, aber guck mal, hör mal zu. Kolonie Soldina ist wirklich gefährlich, Bruder. Schwör? Das ist der beste Mann. Für mich nicht, Jani, aber für dich nicht. Nein, Mann, alles gut. Nein, für mich ist es Spaß. Ich bin in Neukölln aufgewachsen. Du hast früher Breakdance getanzt, wa? Früher auch Breakdance gemacht. Mit Khaled und so. Ja, genau. Kennst du mich nicht mehr? Ich weiß nicht, woher. Walla, du weißt nicht, woher? Ich war immer mit Mo und Khaled unterwegs. Kann sein, kann sein. Früher, diese Truppe. Diese Wir haben doch damals hier gelebt. Mit Ferdi Fuchs und so. Ja. Kennst du die? Ja? Ja, wir waren die Truppe gewesen. Ja. Wir haben früher hier gelebt, Nauna, ja. Klar. Ja, genau, Nauna-Platz. Aber die haben auch hier gelebt. Die waren erstmal in Kreuzberg, haben die hier gelebt. Ja? Ja. Hier, Wedding, also Soldina Kolonie nicht, Bruder. Die haben irgendwo Kolonie gelebt. Nauna haben die gewohnt. Nauna-Platz? Ja, Nauna-Platz. Okay. Die. Hm. Wie geht's dir sonst? Alles okay? Alhamdulillah. Was machst du? Alhamdulillah. Oder? Das will ich lieber nicht sagen. Also, bester Mann. Nein, ich bin unterwegs, Bruder. Starker Typ. Ja, jeder macht auf seine Art. Ja, ach, alles gut, Alhamdulillah. Ich mach nichts Illegales, Bruder. Ach so, okay. Nichts Illegales, aber... Pass auf dich auf, war schön, dich getroffen Finanzamt. Zu haben, Bruder. Alles gut. Aber Bruder, du bist auch lustig. Du könntest was aufmachen. Gut. Was soll ich machen? Mach doch was, Social Media mäßig. Ach, lass mal, ja. Wie deine Welt das, ich würde dich, ja. Ich habe so viele Freunde, ich sag dir ehrlich, ich habe so viele Freunde, die Social Media machen. Okay. Aber ich würde niemals darauf irgendwie... Okay, ist halt nicht für jeden so. Man muss auch dafür, wie soll ich sagen, man muss auch irgendwie Bock haben darauf. Oder guck mal, zum Beispiel dein Social Media, was du da machst. Ja, guck dich mal an und guck dir mal die anderen an. Versaut. Kannst du nicht mehr. Und ich habe einen Sohn, der ist 14. Ja, nee, ich mache... Verstehst du, was ich meine? Bei mir ist ja auch gestellt, genau. Ich muss ja euch... Ich passe ja auf, ich habe ja zwei Nischen, die ich bediene, sage ich auch immer tausendmal, wenn ich unterwegs bin. Einmal für die Kinder auf TikTok und einmal so Erwachsene für auf YouTube. Ja. Aber ganz extremes Ding. Und was kriege ich jetzt von dir umsonst? Das war's, Bruder. Ich bin jetzt im Wedding gefangen, Bruder. Masu, danke dir, Bruder. Ja, war schön, dich zu treffen. Pass auf dich auf. Grüß die ganzen anderen. Ja, ich sehe die nicht mehr. Bruder, du wirst hier keinen mehr sehen. Nein, wirklich, weil die, Bruder, die meisten haben hier Gärten, die sitzen im Gärten. Die anderen sitzen vorne. Also viele hängen nicht mehr hier rum draußen. Oder, doch, die hängen schon alle noch, die meisten hängen schon hier rum, aber nicht mehr so öffentlich. Ah. Nicht mehr wie früher, weißt du? Aber ich habe gehört... Früher kam manchmal die Polizei hier rein. Bruder, aber ich habe gehört, am Abend geht hier manchmal auch die Post ab, oder so. Abends kannst du 100%, ja. Ja. Abends, ja, weil dann... Und hier ist so ein bisschen so wie New York. Habibi. Mach's gut, Bruder, ja? Pass auf dich auf. Wenn man hier vorbeiläuft, die gucken schon hier, Digga, auf einen. Ja, guck. Na, die Leute gucken schon einen an so, was geht hier natürlich. Ab, ja. Krass, ja. Mach's gut, Bruder. Ciao, ciao. Ja, sehr freundlich der Typ. Sehr, sehr freundlich. Aber ihr seht, das ist schon ein Hotel, ne? Das ist das Hotel übrigens. Der hat mir jetzt auch gerade mein Video so ein bisschen bereichert. Ja? Und schaut mal, das ist ein Typ aus der Türkei, der ein Hotel baut jetzt hier in Berlin. Ja, in der Koloniestraße. In Wedding. Und ganz ehrlich, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schaut euch das an. Ja, wenn ihr wollt, können wir da nochmal näher vorbei. Auf die andere Seite. Auch geil. Da müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir da auf der anderen Seite vorbeifahren. Irgendwie auf die andere Seite. Ah, hier können wir gleich rüber. Und dann kann ich das mal von nahen angucken, wenn ihr schon da seid. Der Kollege war sehr nett. Ein sehr, sehr cooler Typ. Ja. Und ich muss hier alles mit einer Hand machen, weil das nicht so einfach ist. Wir schauen uns das Objekt mal von nahen an. Mal sehen, was da so abgeht. Ja. Krass. Hotel, wie kommt ein Türke darauf, ein Hotel zu bauen? In Berlin. Nee, sieht schon stark aus. Ja. Der Eingang, die Einfahrt hier, dann die Lobby. Oben wahrscheinlich die Lobby. Ja, hat schon was. Der sagt, die Materialien, wenn die da die Materialien herstellen, soll das viel billiger sein als in Deutschland. Aber hält er auch das Ding? Und der Kollege meinte, habt ihr ja gerade alles mitbekommen, wieso wiederhole ich eigentlich alles? Der Kollege meinte, ja, es ist zum Teil besser, als wir in Deutschland gebaut wurden. Ja, kann ja sein. Starkes Ding. Sieht sehr stark aus, aber. Die Tore. Dann der Platz vorne. Sieht gut aus. Gehen wir mal weiter. Nee, ist interessant, auf jeden Fall. Könnte ja was werden. Was sehr interessant ist. Ein paar G's habe ich jetzt auch gesehen an der Ecke. Hier gibt es auch noch ein paar G's. Ob damals oder heute, hier gibt es noch ein paar Leute an den Ecken, 100%.
Ja, war cool. Aber ich habe den Kollegen wirklich nicht mehr erkannt. Ich weiß nicht, wer das ist. Also er war mir wirklich ein Rätsel. Ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Ja, vielleicht ist er auch älter geworden und hat sich auch verändert. Ja, und eins weiß ich. Sehr, sehr viele Menschen, wenn sie älter werden, werden sie gläubig. Stark gläubig. Außer ich. Ja, ja, was soll ich sagen? Auf jeden Fall stark. Die Gegend an sich. Ich fahre mal wieder geradeaus an den Gärten. Das ist ja so eine Art Garten. Hier gibt es auch sehr viele Haussiedlungen, ja? Nicht nur Wohnungen. Da hinten an der Seite. Moment, hier ist ein scheiß Boden, Alter. Ich kann nicht reden. Fahr mal kurz rüber. Ah, jetzt aber. Ach, guck mal hier, Fußballplatz. Die Leute spielen auch. Ja? Da geht auch was. Ja. Die Kids spielen. Wir wollen natürlich weiter, nicht, dass sie mich erkennen. Und ja, entspannt. Schau mal hier. Hier gibt es auch richtig coole Haussiedlungen, wie ich sehe. Wedding ist nicht nur Ghetto. Wunderschönes Wetter, wie gesagt. Wunderschöner Sonnenschein. Sonniger Tag. Heute zum Fußballspielen für die Kids nach der Schule. Oh, was geht ab? Alles klar? Alles okay? Wie geht's euch? Bleibt hier, ist okay. Ihr müsst nicht rüberkommen extra. Wie geht's euch? Alles gut? Was macht die Schule? Fußball spielen? Fußball. Viel Spaß euch, ja? Danke. Pass auf euch auf. Rapide, erste D. Grüße gehen raus an dich. Mach's gut, Bruder. Ciao, ciao. Die Kids, wenn man die glücklich machen kann, bin ich auch glücklich, Freunde. Ja? Inzwischen wirklich überall, egal wo ich hingehe. Sehr viele Leute von euch wundern sich. Aber wie... Ja, komm! Sehr viele Leute wundern sich von euch, aber wie kannst du so bekannt sein? Auf YouTube hast du immer so 1000, 2000 Aufrufe und du hast ja gerade mal 37.000 Abonnenten. Ja, aber viele vergessen es. Viele haben es auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich bin auf TikTok super erfolgreich. Wirklich, da gehen meine Klicks in die Höhe. Ja, und das bei jedem Video. So, da kommen die Jungs jetzt hier. Aus dem Nichts. Wie geht's euch? Alles okay? Ja, Alter, ihr seid ja um euer Leben gerade, ne? Wie geht's? Alles gut? Ja. Bei dir? Ja, mach schnell, dann hau ich ab, Bruder. Ja. Kein Problem, Junge. Komm, Ramon. Fußball spielen, sagst du, beim Sommer, ja? Ja, letzte Sommerstrahlen. Komm, Bruder. Mach von mir. Soldinerstraße, Koloniestraße, Bruder. Ist eure Hut hier? Lebt ihr hier? Ja. Okay, stark. Pass auf euch auf, Jungs, ja? Ja, ciao, ciao. Sehr, sehr nette Jungs. So, ja, muss auch sein, ne? Wie gesagt, ich bin sehr, sehr erfolgreich auf TikTok. In Berlin bin ich eine kleine Berühmtheit geworden. Und viele fragen sich, wie macht er das? Na, wie wohl? So. Die meisten Zuschauer sind Kinder. Was geht denn hier ab, Alter? Einfach ein kleiner alter Bildschirm, den sie runtergeworfen haben. Schaut euch das an. Die ganze Elektronik jetzt hier noch auf dem Boden. Das war mein Bildschirm. Ja. Mit dem Graffiti auch wunderschön hier an der Seite. Ja. Ja, also auf TikTok bin ich wirklich relativ gut am Start. Und viele denken, wie kann das sein, dass dich jeder kennt? Ja, ich habe mindestens über 30, 40 Videos. 30, 40 Kurzvideos auf TikTok, die über 1 Million gehen. Ein Video hat sogar knapp 8 Millionen Aufrufe. In Berlin haben wir 3,5, 4 Millionen Einwohner. Nach einer Zeit kennt dich einfach jeder. Ja, meistens auch Jugendliche, guck mal hier, Balkon. Ja, die Dinger haben auch schon was mitgemacht. Überall Risse, aber die Leute leben trotzdem irgendwie. Also, die Infra hier ist auf jeden Fall hier schon so ein bisschen... Ja, also, hat schon ein bisschen was mitgemacht. Die Gebäude sind ja auch nicht mehr die neuesten. So. Und ja, aber dennoch, alles wunderschön. Die Leute sind ja auch immer cool miteinander. Ich glaube nämlich auch, dass es zu Neukölln-Zeiten damals in den 90er Jahren viel schlimmer war wie jetzt. Jetzt ja voll entspannt so. So, weißt du? Und wichtig ist, dass die Leute untereinander sich verstehen. Ja, guck mal, hier ist so eine Gartenkolonie. Deswegen wurde das ja auch Koloniestraße genannt wahrscheinlich. Kühlmannstraße, Koloniestraße. Ja gut, hat wahrscheinlich was mit der Kolonie zu tun hier. Weiß ich nicht. Ja? Ein wunderschöner Ort. Wir fahren jetzt auf der Seite zurück. Und ich würde sagen, die Reise hat sich doch mal gelohnt, wa? Auch wieder nette Menschen hier getroffen. Super angenehme Menschen.
Wir fahren jetzt hier zur Seite. Kümannstraße. Koloniestraße ist jetzt hier rein, von wo wir gerade kommen. Aber ja, das ist der Wedding, Freunde. Das ist der Wedding. Wunderschön mit den Graffitis an den Seiten. Aber seht ihr das? Es ist eigentlich komplett grün hier. Es ist wunderschön hier. Es ist eine richtig geile Ecke. Ja. Schaut mal. Hat ja alles. Die haben ja alles. Ne? Das ist ja schön auch. Ne? Kümanns Sporttreff. Sportlertreff. Da ist aber ein Bier drauf. Hat mit Sportler nichts zu tun, glaube ich. Eine alte Kneipe jetzt hier auch. Dann Werner Kluge Sportplatz. Auch mit am Start hier. Ach, guck mal. Die alten Klassiker hier. Matratze aus dem Nix. Auf dem Boden. Der Sportplatz selber. Eine Bank. Eine Mülltonne. Ja, ist schön. Schönes Ding hier. Ja, also. Kennt man. Die Klassiker. Ja. Spielplatz hinten. Wir gehen da auch am besten weiter. Ich will nicht, dass die Kinder hinter mir herrennen. Die S-Bahn, die hier vorbeifährt, auch. Ein bisschen Brooklyn-Vibes hat das Ganze hier schon. Ne? Ein bisschen Brooklyn an der Ecke auch. Ja. Weil die Kids sollen sich nicht entfernen von dem Ort hier, wo sie hier leben und spielen. Ach, guck mal, hier wird noch mehr gebaut. Mehr Wohnungen wahrscheinlich. Immer mehr Raum entsteht, weil die Mieten explodieren wahrscheinlich. Stark. Ach, guck mal hier, noch ein paar Klassiker an der Seite. Eine Couch. Ein bisschen Graffiti. Bisschen dies, bisschen das, bisschen jenes. Ich glaube, hier leben sogar Leute. Wow, was für ein Unfallplatz. Hier leben sogar Leute. Alter, hier leben sogar Leute, Freunde. Wir fahren mal ganz kurz mal eine Runde. Ja. Naja. Hier leben Leute, Freunde. Unter dieser Brücke hier. Schaut mal bitte an, was hier abgeht. Was? Going on, bro. Shit. Auf verbrannte Ecken hier. Ich sehe. Damn, bro. Also hier ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Auch leider sowas. Ich kann ganz kurz gucken, ich will da nicht nah rangehen, aber so ein bisschen gucken wäre nicht schlecht. Ja, ich bin jetzt nicht heiß drauf, mit meinen Schuhen darauf zu gehen. Ihr seht, Brände. Auch Leute, die hier hausieren. Kleiner Echo. Oh, da schläft sogar einer, Alter. Schau ich das an. Shit, man, habe ich gar nicht gesehen, Bro. Hab ich gar nicht gesehen, dass da einer pennt, Alter. Was geht ab? Krass, Mann, Digga. Hab ich gar nicht gesehen. Nicht realisiert. Da. Warte, seht ihr den? Ja, komm, ich glaube, das reicht. Krass, Digga, was geht ab? Ist schon zum Teil Hood hier. Ist schon zum Teil eine Hood. Ja, das ist der alte liebe Wedding. Ich glaube, der will pennen, der will jetzt gar nichts hören. Das Letzte, was er hören will, bin ich. Schaut euch das an. Sehr viele Mülltypen. Und andere Typen auch. So, wir fahren zurück. Das hat sich dann erstmal hier erledigt. Ja, krass, auf jeden Fall. Also, wir fahren nicht zurück zu der Straße, aber. Wir können hier entlang fahren. Wunderschöne Graffitis an den Ecken. Super schön. Hier Schulen oder was? Auch an der Schule. Kindergarten City. Ja. Boah, hier ist aber richtig Graffiti-Vibes. Ja. Schaut mal. Bis zum Fensterrand. Boah, ohne Ende. Graffiti. Fahren wir mal ein bisschen weiter nach vorne, gucken, was da so läuft. Wenn wir dann schon hier sind, vielleicht steigen wir mal gleich in die S-Bahn. Und dann müssen wir nicht mehr so weit laufen.
Ja, ja. Natürlich gespannt, wo ich hier gelandet bin. Wollandstraße ist das. Ah ja, okay. Wir wollen mal ein bisschen eine weiter hier. S-Bahn auf Wollandstraße. Auch hier, schöner Ort. Eigentlich müsste ich hier jetzt Teil 2 machen schon. Teil 2 hier schon direkt beginnen, aber... Oh, die Graffiti sind unglaublich. Stark. Sehr stark. An den Ecken hier ist richtig stark. Ich glaube, wir kommen schon zum S-Bahn auf Wedding gerade. Ist das der S-Bahn auf Wedding? Nee, ist immer noch Wollandstraße, ne? Boah, und der Grasgeruch in der Luft. Unschlagbar, Bruder. Wie geht's, Bruder? Ist okay? J6. Einfach 6. Deine Straße, Bruder? Starker Typ. Er will 3 Euro. Geiler Typ. Du bist in meiner Straße, ich will 3 Euro. Bester Mann. Genau so muss das. Ja. Genau so und nicht anders. Lustiger Typ. Ja. Wir fahren natürlich weiter. Wir hauen lieber schnell ab, bevor der kleine Mann uns abzieht. Ja. Wunderschön ist es dennoch, alle Male. Ja. Ja, die Gegend hat was. Die Gegend hat was. Hier nochmal ein paar Ecken. Ja, es hat Kiez, ne? Das ist halt typisch Werdinger Kiez. Ja, mit den ganzen Graffitis, hier wachsen die Leute auf. Und boah, gegenüber auch krass hier mit dem Gebäude da hinten. Auch stark. Mit der Dönerbox. Ton. Dönerbox. Was soll das bedeuten? Ist die Döner. Ist das gut, der Dönerland dort? Wir haben mal einen Test wert, ne? Aber. Schauen wir mal. Das ist eure Straße hier, ja? J6. Wie geht's? Alles okay? Ja, bei dir. Wollt ihr auch 3 Euro wie der junge Mann da hinten? Er sagt, das ist 3 Euro, meine Straße, sagte der. Ja, ja. Sehr gut. Ihr wollt bestimmt mehr als 3 Euro. Ja. Grüße gehen raus an euch, Bruder. Mach's gut. Ciao, ciao. Das ist die neue Generation. Fertig. Ja. Und ja, entspannt. Entspannte Gegend so. Wird ein etwas längeres Video. Gefällt mir auch sehr, hier zu sein. Ist eine sehr, sehr coole Gegend. Eine sehr, sehr schöne Gegend vor allem. Sehr, sehr schön hier. Und ja, hier. Kita Paradiesvögel. Alles klar. Auch eine Kita hier. Ist eigentlich super kinderfreundlich hier das Ganze. Mücke. Okay. Ein Tag auf den Jalousien. Nee, ist eine coole Gegend. Ja, also, ist okay. Jetzt weiß man, warum mal diese dazugezogenen kommen. Weil die sich hier wohlfühlen. Die ganzen Hipsters. Wedding ist übrigens ja auch schon so langsam immer mehr Hipsters. Immer mehr voller Hipster, aber ich meine, schaut euch das an. Kann ich verstehen, schaut mal. Berlin ist ja immer sehr, sehr actionreich, aber hier ist halt wirklich sehr, sehr ruhig. Hallo, ich grüße euch. Sorry, könnt ihr euch die Miete noch leisten oder wird es immer teurer? Ach, besetzt. Alles klar. Ihr lebt umsonst hier, ja? Alles Gute, ja? Ciao. Oder Zeit Papa aus Bayern. Naja, das waren Hipsters. Wir leben okay hier, hat er gesagt. Natürlich lebt ihr okay hier. Ja, 2 Jungs. Kann auch sein, dass die hier geboren sind, aufgewachsen sind. Dass das auch Bio-Deutsche sind, Bio-Allmann sind, die hier geboren sind. Ja, dass ich jetzt gerade auch einen Fehler gemacht habe, indem ich sie jetzt abgestempelt habe. Ja, nehme ich natürlich alles zurück. Es gibt ja sehr viele Einheimische hier, die immer noch hier wohnen geblieben sind, ja? Und hier nicht weggehen. Ne? Also das ist auch Heimat, wa? Wedding ist auch irgendwo ein bisschen Heimat für sie, ja? Nicht für jeden anderen, der hier geboren und aufgewachsen ist. Hier noch ein Backshop an der Seite, auch interessant. Hier sind Hofeingang, auch schön. Und wir sind schon wieder hier an der Soldiner Straße. Ja. War eine tolle Reise, hat sich gelohnt. Leute wieder kennengelernt, mit Leuten gesprochen. Mit Kids kurz gesprochen. Oh, da fahren wir aber noch mal kurz rein. Da habe ich gesehen,
noch mehr Sperrmüll. Ja. Einfach mal jetzt irgendwo randomly in einem Hof. Soldiner Straße. Guck mal bitte, was da so abgeht am Sperrmüll, Bro. Was geht hier ab? Stark, Bruder. Sehr stark. Boah, direkt neben einer Mülltonne. Wenn ihr also eine Jacke braucht oder ein paar Klamotten, guck mal, sind die hier rausgestellt worden. Hier Sperrmüll mit Matratzen wieder. Dutzende Matratzen. Auch Kinder an den Seiten. Und ja, die Kids haben mich noch nicht erkannt. Wir hauen gleich ab. Ja. Hier haben wir noch einen Stuhl, was eigentlich noch intakt ist. Schuhe, Matratzen, Schränke. Ich glaube, sogar Kühlschränke sind hier. Ja, ja, guck mal hier, sogar ein ganzer Kühlschrank in schwarz. Wer hat einen schwarzen Kühlschrank, Alter? Stark. So, wir haben wieder ab, die Kids. Die Kids haben mich leider... Jetzt haben sie mich im Visier. Ist es nicht dieser Dings? Weg hier. Weg hier vorne. Oh, die haben es gecheckt. Ja, komm, komm. Die haben es gecheckt. Die haben es spät gecheckt, aber die haben es gecheckt. Schade, ich dachte, ich kann schnell weggehen. Wie geht's euch? Alles gut? Was macht ihr? Geht nicht weg aus eurem Hof. Weil ich bin ja auch irgendwo ein fremder Mann. Ne? Grüße gehen raus, Abi. Grüße dich. Genau, ich bin J6, der einzig wahre. Ich wusste. Willst du jemanden grüßen? Bitte. Ich grüße meine Familie. Anne, ich liebe dich. Sehr gut, das ist das Wichtigste im Leben, Bruder. Sehr, sehr gut. Mach's gut, ja? Wollt einen guten Appetit, Bruder. Dir auch, ja? Pass auf dich auf. Natürlich gebe ich dir die Hand. Ich wollte dir nicht die Hand geben, weil du wolltest was essen gerade. Okay. Alles gut, Bruder. Okay. Mach's gut, ja? Kann ich dich auf YouTube sehen? Natürlich, siehst du dich selber. Ja. Bei J6. Mach's gut, Bruder. Ciao, Jungs. Sie wussten es, dass ich das bin. Auch was sehr interessant ist hier mit den ganzen Satellitenschüsseln, das sind die Klassiker aus den 90er Jahren. Guck mal. Außer Satellitenschüssel. Die kennt man auch so. Wir hatten auch so ein Ding damals. So eine große Satellitenschüssel. Ja. Sehr stark. Hier auch nochmal ein paar an der Seite. Ja, ist ein toller Ort. So, an der Stelle, wir fahren jetzt kurz mal zur Osloer Straße, zur U-Bahn. Und dann würde ich sagen, an der Stelle beenden wir natürlich auch das Video. Wie geht's, Bro? Alles gut? Wie geht's bei euch? Also in der Hood kennt man mich safe. Bro, komm aus der Hood. Neukölln-Elsenstraße. Hier nochmal eine Hose oder ein T-Shirt. Das ist der Wedding-Vibe. Noch mehr Graffiti, noch mehr Sperrmüll, geht schon, klar. Aber es hat schon was, ne? Es hat schon was. Auf jeden Fall hat das seinen eigenen Charme. Wedding ist nochmal ein bisschen anders wie Neukölln, weil das so einen eigenen Style hat. Und ja, hier so die Kirche, die man kennt. Auch da hinten Eisladen. Wunderschöne Gegend. Ja? Wie geht's, Jungs? Alles okay? Oh, wow. Kommt aus dem Nichts. Wie geht's, Jungs? Alles okay? Wie geht's, Jungs? Was macht ihr? Gut. Alles gut? Alles okay? Wie geht's euch? Alles okay? Machst du TikTok? Ich mach YouTube und TikTok. Diesen Ausschnitt mach ich bei TikTok rein. Bist du live bei TikTok? Nee, nicht live. Ich mach YouTube. Oder J6, mach du live bei TikTok rein? Die Jungs haben das auseinandergenommen. Ja. Können wir ein Foto machen? Natürlich, mach schnell, aber ich muss schnell los. Sonst kommen mehr. Sonst kommen mehr von euch doch. Nein, komm, Kacke. Ja. Ich mach noch einen. Grüße alle, Bruder. Komm, mach nochmal einen. Kannst du mal grüßen? Grüß mich mal. Wie heißt du? Lotfe, grüß mich auch. Wie geht's dir, Bruder? Salam. Alles okay?
Vorsicht, wegen Rot. Ne? Ja. Ja. Alles, ich mach alles. Soldino war auch krass. Ja, hab ich ja gesehen. Ey, wie komm ich jetzt zum Osloer Straße? U-Bahn. Osloer Straße, U-Bahn. Du gehst mit dir, gehst du mit diesem E-Roller, gehst mit Osloer Bus. Nein, muss ich mit Osloer. Du kannst Osloer fahren. Aber guck mal, wenn ich dahin geradeaus fahre, was gibt's dort? Straßenbahn. Du kannst noch Straßenbahn. Du kannst Six. Ich bin auch ins Video. Komm, komm. Leute, hallo. Jungs, ich schau ab, danke euch. Mach's gut. Wir müssen weg. Wir müssen weg, Freunde. Komm, komm. Komm, schnell aber, ich muss los. Ganz kurz, komm. Wir gehen jetzt mal lieber, alles gut? Ja. Alles okay bei dir? Ja, ich folge dir. Was geht? Ich hab mich fahren, Alter. Hallo. Hallo, Freunde, hallo. Ich wünsche alles Gute. Grüß jemand. Ich grüße Yasan und Ekay. Sehr gut, Bruder. Ciao, 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 ciao. Pass auf euch auf, ja? Pass auf euch auf. Ciao, ciao. Ja, Freunde. I love Kinder. Die sind cool. Kids sind die Zukunft, Freunde. Wer keine Kids hat, sollte sich Gedanken machen. Ja. Auf jeden Fall hauen wir natürlich ab, ne? Abend. Und ja, die Leute gucken natürlich. E-Scooter. Handy, Kamera in der Hand mit dem Stick. Die schauen natürlich, warum quatsche ich mit mir selber? So, wir beenden das Video, das war es dann auch schon auf dieser Seite. Wir waren hier heute in Wedding. Ja? Soldiner Straße, Koloniestraße. Die ganzen Graffiti sind epic hier, Alter. Wirklich epic. Ja? Oh, die ganzen Kids habe ich immer noch in meinem Kopf. Man hört sie schreien, J6, ich kann das nicht mehr hören. Mein Name, Alter. Mein Tanzname, mein ehemaliger Tanz-Breakdance-Name. Ja. Wir fahren zur Osloer Straße, von da aus haben wir ab. Vielleicht gehe ich nochmal in der Badstraße spazieren, mal schauen. Ja. Freunde, das war's dann auch schon mit diesem Video. Danke euch. Ein ausführliches Video von der Koloniestraße. Und Soldiner Straße. Ja. So, ich mache jetzt einfach mal Stopp an der Stelle und sage Six All in the Mix. Danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ihr seht ja, was hier los ist. Ne? Berlin lebt weiterhin. Oh, ich glaube, mit dem Fahrrad ist auch nicht mehr alles in Ordnung. Schon lange nicht mehr, wa? Das war mein Fahrrad, Freunde. So. Das war's bei knapp 40 Minuten für heute. Das ist das erste Video für heute Abend. Ich habe noch zwei to go. Und ja, ich habe gestern kein drittes gebracht. Das heißt, ich muss heute nochmal drei droppen. Wenn das kommt, kommen noch drei. Ja, ich muss meinen Standard halten. Und ich bin ein Typ, alles, was ich sage, ziehe ich auch durch. Ja, zumindest 80%. Und das ist ja schon mal was. 100 ist manchmal schwer, aber alles ist machbar. Danke fürs Zugucken. Grüße aus Berlin, Wedding. Koloniestraße und Soldiner Straße. Alles hier in der Nähe. Wir sind jetzt weiter weg Richtung Osloer Straße. Grüße. Danke für jeden Zuschauer. Ich bin euch sehr, sehr dankbar, okay? Ohne euch würde ich keine Motivation haben. Grüße. Wedding.